Wenn das mal nicht richtig Schalke war. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk. 4:3 gegen den 1. FC Magdeburg nach 0-2 und 2-3. Es ging wieder rauf und runter und wir gehen nochmal auf Talfahrt und natürlich dann am Ende auf die Bergfahrt mit den Legenden Klaus Fischer und Helmut Krämer. Schön, dass du da bist, Helmut. Der Abi ist im Urlaub, ja, hat er sich verdient. Ist immer so anstrengend hier, ne? Da muss man auch schon mal nach Malle. Ja, vor allen Dingen nicht. Ich kann den doch gar nicht vertreten. Nee, brauchst nichts, ist schon an. Alles gut. Da kommt immer nur nah an den Multal und dann läuft es hier. Ja, ich meine, den Abi kann keiner. Ne? Das sind ja Fußballexperten, Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk. Also ich habe da wenig Ahnung. Du kümmerst dich ja mehr so um den kleinen Ball, ne? Ja, genau. Mit ja. dem Schläger. Das funktioniert auch nicht. Ja, das ist überhaupt nicht Sport. Schlichter zurzeit. Golfen ist, glaube ich, ein Sport, wo man hohe Frustrationstoleranz braucht. Ne? Außer der Klaus, bei dem klappt es immer. Ja, sicherlich. Der ist auch ganz ruhig. Das wüsste ich. Leute werfen schon mal den Schläger weg. So was würde er nie machen. Anwesende hier, die den Schläger wegwerfen? Nein. Aber der Erwin auch nicht? Nee, auch nicht. Nein, der ist auch nicht der Typ dafür. Jungs, der große Ball hat uns am Samstagabend wieder hin und her gerissen. Ne? Die erste halbe Stunde eine Vollkatastrophe und dann aber die Wiederauferstehung. Ja, die erste halbe Stunde, muss man ehrlich sagen, das war katastrophal. Und wir haben ja schon gesagt, da, ob wir oben saßen, wenn es das 3-0 fällt, fahren wir nach Hause. Und Gott sei Dank wurde dann gewechselt. Gott sei Dank kam Pfiffe, damit die Spieler mal merken, hallo, hier kann es nicht so weitergehen. Und dann natürlich durch das Anschlusstor zum 2-1 ist ja normal, dass dann Ruck durch die ganze Mannschaft geht. Dann haben sie gesehen, wie es geht. Und ohne dem, von der ersten bis zur letzten Minute, wenn du nicht fightest, nicht Gas gibst. Und was wichtig ist, und das war auch, dass wir über außen nachher was gerissen haben, ob das Nummer 17 oder Nummer 5 war. Den Namen kann ich gar nicht mehr aussprechen. Das war, ist egal, aber da kam was. Aber der hat nicht schlecht gespielt. Also als er reingekommen ist, ich habe mich also auch gewundert. Also wirklich, das hat er sehr gut gemacht. Ja, Yusuf, ich habe nur gesagt. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Ich habe gesagt, wo kommt der her? Bayern München U19. U19, ja. Ausgeliehen mit Kaufoption. Genau, ja, da müsste Uli Hoeneß mit ihm trainiert haben und hat er einiges übernommen. Genau. Und deshalb spielt er hier sehr gut. Ja. Ja, also die erste Zeit, ne, die Tore für Magdeburg viel zu einfach gefallen, jeweils völlig frei abziehen können mit der Innenseite. Fehler vorher, natürlich wie immer, bevor ein Tor fällt. Und dann gibt es aber den Wechsel, ne? Ja. Kabadai für Mohr und ein Solo von Kabadai rechts, eins von Uedraogo links, wo der Polter ganz knapp verpasst. Haben die Jungen das Ganze rausgerissen mit ihren Einzelaktionen? Ja, auf jeden Fall. Die haben gezeigt, wie es geht und dann kommen Aktionen in den Strafraum. Und ohne dem geht es ja überhaupt nicht. Ob jetzt der Terode vorne spielt oder Polter vorne spielt, wenn von links und von rechts nichts kommt. Und das war einfach zu unserer Zeit, das muss man so sagen, ob Erwin Kremers auf links oder Abi oder Libuda auf rechts. Und da kam ja von hinten auch noch. Mich bitte nicht vergessen. Ja, da kam ja von hinten auch noch, weil Helmut und auch Jürgen Soberei auf der rechten Seite, die waren auch in der Lage, nach vorne was zu reißen. Dann geht was. Da kannst du auch, kriegst du viele Chancen, dann machst du auch ein Tor. Aber wenn nichts kommt, dann macht keiner ein Tor. Auch kein Lewandowski oder wie sie alle heißen. Helmut, dein Eindruck, wie ist das gekippt, das Ganze? Diese ersten 30 Minuten waren ja geprägt von Ratlosigkeit. Die haben gepresst, die Magdeburger. Wir hatten keine Lösung außer lang nach vorne. Also ich hatte wirklich in der Zeit panische Angst, weil ich gedacht habe, das sieht aus nach vierter Liga oder fünfter Liga. Und nachher, also in der zweiten Halbzeit, haben die mich also wirklich positiv überrascht. Sind auch mal draufgegangen, Zweikämpfe gewonnen. Nur ich würde mir mal wünschen, dass die Mannschaft auch mal in der Defensive richtig gut dasteht. Also zu Hause gegen Magdeburg, was weiß ich, 3-4 Tore reinzukriegen, das ist ja nicht angenehm sowas. Nee, insgesamt in der Defensive haben wir Probleme, weil aber nicht nur die letzten vier irgendwie Fehler machen, sondern weil das Gesamtgefüge schwierig ist. Ne? Also das ist ja immer dann,
wenn du ganz hinten als letzter in der letzten Reihe stehst und vor dir sind Riesenräume, siehst du immer schlecht aus. Ja, das ist so. Das war in der, das war ganz gravierend auch zu sehen in der ersten Halbzeit. Ja, der beiden Tore macht, der konnte sich frei die Ecke aussuchen, wo er den Ball reinschiebt, weil wir zu weit weg waren. Du musst drauf sein, du musst den Gegner sofort attackieren, damit er nicht in aller Ruhe den Ball versenken kann. Und das war einfach gravierend, vor allem in der ersten Halbzeit. Und wir haben hinten auch Probleme. Da kann man sagen, was man will. Auch in der Innenverteidigung haben wir große Probleme. Und da muss sich was ändern. Aber wenn alle mitmachen, wenn alle Gas geben, aber wirklich alle, nicht, dass die drei Viertel nur zuschauen, dann kannst du bestehen. Das wird natürlich, solltest wieder aufsteigen in der Bundesliga, wieder ganz anders. Aber auch nicht. Es geht nicht anders. Ja? Und egal, gegen wen du spielst. Ich weiß jetzt nicht, wenn man zuschaut, Darmstadt führt 3-0 gegen Gladbach. Muss mir da vorstellen, 3-3. Was haben die da gemacht? Das sind so Situationen, das kann ja nicht funktionieren. Du führst 3-0 vorne und dann tust du nichts mehr oder du tust von Anfang an nichts. Das geht. Nein, ich war da gestern bei Darmstadt gegen Gladbach und da war es in der 46. Elfmeter und rote Karte für Gladbach. Mhm. Den Elfer haben sie zwar verschossen, aber die Überzahl dann gut ausgespielt und deshalb 3-3. Ja, das sind Situationen, die da vorkommen. Das passiert auch in der zweiten Liga oder weiter unten. So Situationen, ist klar, da musst du eben aufpassen. Also rote Karten holen hier im Mittelfeld oder sowas, das ist überhaupt nicht nötig. Ja? Und da bist du in Unterzahl und dann siehst du schlecht aus. Und genauso, wenn du von Anfang an nichts tust, wenn du nur zuschaust, wie der Gegner spielt. Und so schlecht sind die auch, die haben ein paar gute Leute drin. Ein paar gute Fußballspieler. Die können Fußball spielen. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Ja, unter anderem vom FC Schalke, ne? Jason Checker. Der war 21. Der das dritte Tor macht, ist aus unserer Jugend, war jahrelang hier, haben alle gedacht, der wird bei Schalke Profi. Hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Auch Checker war 10 Jahre beim SM4, ne? Und darf jetzt zum ersten Mal in der Arena spielen. 2 Vorlagen gegeben zu Toren, also die waren auch schon entsprechend heiß. Ja, dann weiß man ja auch nicht, was wir in der U19, wo die gespielt haben, dann U23, wie hat man sich behandelt, wie kamen sie zum Einsatz, wie hat man mit denen gesprochen, dann gehen die irgendwo anders hin und auf einmal läuft das dann. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, aber das ist, bei jedem muss man sich das natürlich individuell angucken. Und wenn du dann wie Jason Checker 2 oder 3 Jahre in der U23 spielst und kein Profitrainer, und wir hatten ja immer mehrere in der Zeit, ne, sagt, okay, den will ich unbedingt haben, dann bist du vielleicht in dem Moment noch nicht so weit gewesen oder die Mannschaft hat nicht das System gespielt wie jetzt Christian Titz, ne, der Trainer von Magdeburg, früher ASV, der ist ja bekannt dafür, dass er einen spielerisch guten Ball, wo der Ball über viele Stationen läuft, wo die sich gut schlau bewegen in den Räumen, spielen lässt. Aber sieh mal die Trainer an, die vor Reis da waren. Die muss man sich mal anschauen. Ja? Die haben gar keine Ahnung. Ja, ich muss ihm mal die Chance geben, aber mit dem Specht, so pass auf, du musst hier Gas geben. Du musst deine Stärken, die du hast, weil wissen wir ja nicht, die musst du einsetzen, versuchen und nicht aufhören. Was die mit denen gemacht haben, wissen wir ja nicht. Dass die Jungs dann sauer sind, sie sind ja auch, wie gespielt worden, dann gehen die weg, in Angebot und gehen weg. Und dann entwickelt sich ja weiter. Ein junger Spieler, der 18, 19, ja, der entwickelt sich ja weiter, wenn ich ihn fördere, wenn ich ihm helfe. Ja, und das scheint angeblich nicht gewesen zu sein. Ja, also mancher braucht eben noch 2 Jahre länger, ne, vielleicht in der Regionalliga, um dann im Erwachsenenfußball angekommen zu sein. Schuler hat bei uns getroffen und ist dann zu Magdeburg gegangen. Checker war auch über 3. Liga, glaube ich, in Magdeburg, da sind die aufgestiegen. Also, aber das ist so Situation, ich habe auch mal die Amateure drin, war einer, der wurde 3 Jahre hintereinander Torschützenkönig. Dann haben sie mal in der ersten Mannschaft mittrainiert. Bortmeier. Und dann setzen sie im Mittelfeld ein.
Ja, da habe ich mich gefragt, hallo, was sind da für Leute, einen richtigen Torjäger im Mittelfeld einzusetzen? Oder wenn man mich auf links außen gestellt hat, habe mich auch mal ein Trainer auf links außen. Aber ich habe gesagt, ich bin kein links außen, habe ich gar nicht gespielt. Also muss ich schon. Wer war der Trainer? Fritz Launer. Fritz Launer. Ja. Also als du ganz jung warst noch, als du gerade gekommen bist. Also ganz jung, bei 16 München war das, nicht bei Schalke. Ja, ja. Bei 16. Der Fritz war ja auch auf Schalke Trainer. Also, ja, und da musstest du viel laufen, das ist ja auch nicht deine Stärke. Da musst du die Leute einsetzen, wo sie ihre Stärken haben. Ja. Natürlich kann ich mal, wenn man auf der rechten oder linken Seite einer fehlt, mal aushilfsweise da spielen. Aber im Prinzip muss ich da spielen, wo ich stark bin. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel schauen, Mörkin macht das 2:2 und hat auch sonst auf der linken Seite einiges bewegt, hat ein gutes Tempo. Kabadai, haben wir schon gesagt, hat über rechts viel gemacht. Dann Uedraogo, der auch immer im 1 gegen 1 was auflösen kann. Meint ihr, da ist jetzt da sind die Leute gefunden, die wir brauchen, die dann Zerodde oder Polter vorne beliefern können, am besten? Wollen wir hoffen. Ja, sind ja beide Spieler, Zerodde und Polter, wenn nichts kommt, von links und von rechts, sind ja aufgeschmissen, sind ja keine Spieler, die im 1 gegen 1 was machen können, die einen weglaufen können, die einen umspielen können. Nein, das sind die nicht. Das sind Spieler. Das würde ich mal gerne sehen, so ein Doppelpass hier oder gute Flanken, ein Dribbling oder einen sehr guten Zweikampf mal zu zeigen. Also das vermisse ich auf jeden Fall hier. Aber das geht aber nicht, weil die beide nicht schnell sind. Also können die keinen weglaufen und du musst eine Schnelligkeit, andere Schnelligkeit besitzt, um an einen vorbeizukommen. Und deswegen müssen wir da anders spielen, dass wir von über die Außenpositionen die in Position bringen, wo sie die Möglichkeit haben, ein Tor zu schießen. Und egal, gegen wen. Ob auswärts, zu Hause, spielt keine Rolle. Weil wir haben jetzt auch Spiele in St. Pauli, da haben wir gesehen, und in Paderborn auch noch. Ja. Zwei Auswärtsspiele hintereinander. Aber reden wir gleich darüber. Ganz wichtig ist ja jetzt, dass du das Spiel noch gedreht hast. Allerdings, sonst würden wir uns hier Nein, wirklich eine ganz gefährliche Situation. Also ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, dann muss man wirklich panische Angst haben, dass das nicht funktioniert. Und dann muss man wirklich Angst haben, sage ich mal, dann kommt eine dritte Liga, andere Mannschaften haben das ja auch vorgemacht, wie schnell so etwas geht. Und da hatte ich also wirklich Angst. Ja klar, du hättest das Spiel verloren. Du hättest weiterhin 4 Punkte, bist du ganz unten drin. Ja, du wirst verunsichert, du traust dir dann erst gar nichts mehr zu. Und das geht dann ganz schnell. Und dann die Unzufriedenheit der Zuschauer. Das kommt ja dann. Dann wirft ja auch nur was kommen. Ja. Und hat man ja von anderen Mannschaften auch gesehen. Guck, Bielefeld ist ein typisches Beispiel. Da sind die von da runtergegangen, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir haben jetzt gewonnen und sind mit 3-4 Spielen hintereinander gewinnt. Aber mit dieser Einstellung, mit dieser Spielweise, dann bist du vielleicht wieder oben dran. Und das ist ja nicht so, dass in 3-4 Spielen die Saison zu Ende ist. Ja, also am Ende haben wir das Ding verdient, weil erste halbe Stunde 1:7 Torschüsse, ne? Und danach 19:4 für uns. Also da war es ganz eindeutig auf unserer Seite, auch wenn es am Ende natürlich nochmal ganz eng wird. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Ne? Typisch zu so einem Drama gehören natürlich auch Jungs, die riesen Pech haben, wie Marius Müller, der Keeper, der raus muss, unter Tränen vom Platz geht. Und dann kommt Michi Langer, ne? Der älteste Schalker Spieler seit Klaus Fichtel. Mit 38. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, wird im Januar 39 und holt dann in der letzten Sekunde das Ding da raus. Ja, so Situationen kann es immer wieder gehen, dass der Gegner versucht, auch weiter nach vorne zu spielen, Tore zu machen. Dann kommen so Situationen, kommt an und dann hat er diese Möglichkeit und dann holt er den sensationell raus. Das gehört natürlich auch dazu und sie haben ihn auch gefeiert, die ganze Mannschaft hat man ja gesehen, sind auf ihn zugelaufen und man kann sehen, dass man sich auf den Jungen trotzdem 38 Jahre ist, immer noch verlassen kann und dass Torhüter auch in hohem Alter noch Leistung bringen können. Und wahrscheinlich war es auch nur deshalb, weil Norbert Nigbo wieder ins Stadion war. Ne? Der war ganz lange nicht da.
hatte die. Wo war er denn? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ja, aber. Hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber der Quatscher hat ihn begrüßt, hat die Nachricht gekriegt, der Norbert kommt, der Norbert ist da und hat ihn dann begrüßt. Ich war ja die ganze Zeit da unten, also von daher. Jetzt wird er natürlich öfter kommen, weil er da war, hat Schalke 04 gewonnen, das ist ganz wichtig. Er hat den quasi mit dem Michi Langer von der Linie geholt. Ja, genau. Ja, gut, das waren die Geschichten. Dazu kommt so eine Nummer wie Polter. Ne? Letztes Zweitligator, das der geschossen hat, war auch ein Doppelpack. Und gegen wen? Natürlich gegen Magdeburg. Ne? Ist ja logisch, weil sich das immer wiederholt. Die Geschichte ist ja unglaublich. Und jetzt ist der nächste Gegner St. Pauli. Und auch da können wir den Herrn Polter gut gebrauchen. Denn der hat in den letzten drei Spielen gegen St. Pauli immer getroffen und immer zum Sieg. Ne, zweimal das 1-0 gemacht. Ja, dann wird das auch so weiter. Einmal in der 89. und einmal in der 90. Und das ist jetzt ein Punkt. Ne, das haben wir jetzt. Aber immer geht das nicht. In der 89. und 90. Minute dort zu machen. Ja, du musst von Anfang an. Von Anfang an musst du versuchen, auch auf St. Pauli. Da mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft, keine Frage, einige gute Spieler dabei. Aber du musst auch dein Spiel spielen. Und dein Spiel mit diesen Leuten, die wir haben, im Kompakt, wenn das nicht der Fall ist, wird schwer, weil die können schon Tore machen, haben wir jetzt auch wieder gesehen. Und vorne, wie gesagt, waren wir schon gesprochen drüber, schnell nach vorne spielen über die Außenposition. Und hier auf der linken Seite, der hat natürlich der richtig Gasse gegeben. Ja. Da muss man so sagen, das hat mir gefallen, dass einer dabei ist, der mutig ist. Ja. Und der andere auf der linken Seite. Die haben mit dazu beigetragen, dass das Spiel entschieden worden ist für uns. Ja. Und auch, dass wir umgeschaltet haben von Mittelfeld erwarten, kommen lassen und dann sind wir nur noch hinterhergelaufen, zu vorne drauf gehen. Ja, und dann haben sie die Fehler gemacht. Also ich würde mal gerne sehen, sage ich mal, dass das ein bisschen enger wird, ja, dass nicht so viele, der Gegner nicht so viele Torchancen hat. Ne? Und ich glaube, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ja, ich habe einen Trainer gehabt mal, der hat gesagt, du musst das Spiel lesen können. Das heißt, du musst voraus ahnen, sehen, was passiert. Aber wenn du erst reagierst, wenn der andere am Ball ist, dann bist du spät. Das sind so Situationen, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und wenn man einen zu großen Platz den Gegner lässt, das ist es einfach für sie zu spielen. Und je weiter die zu unserem Tor kommen, desto gefährlicher wird das. Ja, dieses Antizipieren, ne? Also vorher wissen, was passiert, hat ja zu den ersten beiden Toren geführt. Ne? Einmal hat Seguin gesehen, wo der Ball in den Spielaufbau hingeht, den geklaut für Polter und einmal Tempelmann beim zweiten Tor auch gut reingestoßen, Ball erobert, zack. Ja, das war gut. Das waren gute Aktionen. Die brauchen wir wieder auf St. Pauli. Du hast gerade gesagt, die können auch Tore machen. Vorher hatten die ein Riesenproblem. Die haben dreimal 0-0 hintereinander gespielt. Dann 1-1 gegen Braunschweig und alle dachten schon, was ist da los? Und jetzt von den 5 Toren gegen Kiel, ne, 5-1 gegen Kiel, nach 7 Minuten schon 2-0. 4 Distanzschüsse in den Winkel oder in die Ecke. Also was heißt das? Ja, das passiert nicht immer. Nee, was heißt das? Du musst die vorher attackieren, damit die nicht aus 20, 25 Meter schießen können, ein Stück draufgehen. Ja? Müssen wir Mr. Block, Henning Matrigiani, müssen wir ins Mittelfeld stellen, damit er da so 20 Meter vorm Tor alles wegblockt. Matrigiani, ja. St. Pauli, wir haben ja oft jetzt Gegner gehabt, wo ihr noch nie gegen gespielt habt, aber St. Pauli habt ihr sogar zusammen mal gegen gespielt. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Ach, ich nicht. Du, kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das ausging da. Dass wir auf St. Pauli mal gespielt haben in der Bundesliga, ja. Saison 76-77. So. Auf der Reeperbahn, Helmut, das wundert mich oder wundert es mich nicht, dass du dich da nicht mehr dran erinnern kannst. Ich meine, du bist auch gerne mal ausgegangen. So ja, ich weiß, wir sind auch weggegangen. Also ich auf jeden Fall. Das weiß ich das war nicht. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Also 1-1, ja, ging das Spiel aus. Wer hat das Tor geschossen? Ja, wer wohl? Der junge Mann. Ja, es gab ja ganz wenig Vorlagen von links und von rechts in dem Spiel.
deswegen. Wo sind da zwei gewesen? Einer auf vier gemacht, auf vier. 1-1, das war 1976, Rückspiel 4-1 für Schalke, auch wieder mit dem Tor von Klaus, da hast du aber nicht mitgespielt. Dein einziges Spiel gegen St. Pauli war auf St. Pauli dieses auf der Reeperbahn. Ja, genau. Er hat wenigstens die verloren. Ja, bei St. Pauli übrigens Klaus Beverung. Oh, der war ja mal hier, ja, ist aus nach Frankfurt gewechselt und dann in dem Jahr neu bei St. Pauli. Und wer war noch alles dabei? Dietmar Demuth, habe ich noch auf Franz Gerber, ne? Der Schlangenfranz. Vorne. Ja, bei uns war Friedrich. Den kenne ich schon. Ja. Ja, da waren wir auch ganz weit oben in der Saison. Der Demuth, der war Innenverteidiger. Ja, ja. Ja, einer von den Haaren. Ne? Frosch, wie ist der Frosch? Macht der gespielt? Der war nicht mit dabei. Der war nicht mit dabei. Ja. Der mit den Zigaretten, den ja, Stutzen. Ja. Ja, wenn in der Halbzeit mal schnell ja, nicht geblieben ist, was dir ist, dann ist er, du hast sie dabei. Ne? Ja, sicher. Bist du die Hose? Ja, ja. Genau. Ja. Wir haben auch immer geraucht. Wir? Klaus nie. Mit Sicherheit nie, ja, oder? Vielen Fall. Hast du mal geraucht? Na, nie. Probiert? Nie. So, da hast du es. Ja, aber es gab ganz auch damals. Hat der Trainer Ivica Horvat hatte die Leute zusammengelegt, die geraucht haben. Da waren zwei, die von Gladbach kamen und an Jürgen Soverei, die haben drei Bettzimmer gelegt. Ich dachte, aus Offenbach. Nee, das kam, ja. Als sie kam in Fleißheim, haben die ein Dreibettzimmer. Und Ivica wusste sofort, was los war. Aber da haben wir ja nicht geraucht. Wir haben uns über Taktik und was man tun muss, um zu gewinnen, wer sich noch verbessern musste und, und. Also da ist ja nicht geraucht. Es waren einige Spieler dabei, die kontrolliert werden müssten. Mhm. Ich nicht, da wusste der Trainer. Ich bereite mich auf jeden Spiele vor. Ja, also, da geht es jetzt gegen St. Pauli, danach müssen wir nach Paderborn, dann haben wir Hertha zu Hause und dann in Karlsruhe. Also vier richtige Hammerspiele. Ne? Schöner wäre natürlich, wenn es mehr Punkte vorher. Mhm. Aber jetzt hat man vielleicht ein bisschen wieder das Gefühl, man kann da was reißen nach so einem Sieg. Ja, das hilft ja auf jeden Fall. Ne? Also dadurch bekommen die man hoffentlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das spielt ja auch beim Fußballspielen oder beim Sport eine sehr, sehr große Rolle. Und dann wünsche ich mir also wirklich, dass es mal ein bisschen enger gemacht wird, dass dann nicht auf jeden Fall in wer so viele Tore erzielt werden von den Gegnern. Ja, die Spieler müssen das gemerkt haben, wie es geht. Ohne dass der Trainer nur viel sagen muss. Also die haben es ja miterlebt hier, was war die erste halbe Stunde und die Reaktion der Fans. Hallo, wenn das nicht geholfen hat, die aufzuwecken, hallo, wir können nicht im Spaziergang Meister der zweiten Liga werden, der hat dann Beruf verfehlt, glaube ich. Das Wort ist immer sehr hart. Ja. Ja, ist doch so. Ich bin hier für Schalke 04. Weil Schalke 04, egal wo sie spielen, auswärts, zu Hause, der Gegner weiß das auch, Schalke 04, ja, da bringt die automatisch mehr Laufarbeit und alles Mögliche kommt da dazu. Und dann musst du bereit sein, auf diese Gegner, die du dann spielst, dass die, ja, weiß ich, wie viel Prozent mehr bringen als normal. Und mit dieser Einstellung soll es gehen gegen St. Pauli. Die sind bisher die einzige ungeschlagene Mannschaft, obwohl Magdeburg war bis zum Samstag auch ungeschlagen und jetzt ist es nicht mehr. Also, Aufgabe St. Pauli. Vielen Dank, Klaus Fischer. Vielen Dank, Helmut Krämer. Ja, vielen Dank. Also ich habe nicht viel dazu beigetragen, weil ich die Spiele auch nicht alle kenne. Also ja, dann musst du noch mal ein bisschen rein. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe Klaus Fischer mit, der weiß ja alles. Da kann der mich ja mal aufklären. Ich kenne die Namen auch nicht. Ich weiß, kenne die Nummer. Ja. Das ist auf Nummer 5. Genauso hast du gesehen. Ne? Ja. Mörchen und Kabadaye, ne, die beiden außen. Ja. Und in der Mitte Asanoe Draogo. Das war's. So, vielen Dank. Ne? Und jetzt schnell ans Handy. Tschüss und Glück auf. Ja, danke.